Frank Schmidt-Hullmann von der IGBAU. Wir sind hier auf einer Konferenz Nie wieder Weltmeister, Alternativen zur exportorientierten Handelspolitik. Warum ist die IGBAU an so einer Konferenz, die den Exportweltmeister Deutschland hinterfragt, beteiligt? Erstens meinen wir, dass die Exportstrategie, die hauptsächlich dadurch gewonnen wird, dass immer mehr prekäre Beschäftigung eingesetzt wird, endlich auch durch eine Binnenmarktorientierung wieder ersetzt wird. Zumal unsere Exporte in anderen Ländern teilweise auch der Beschäftigung schaden, in Ländern des Südens. Also da wird mit prekärer Beschäftigung hier, werden Arbeitsplätze woanders zerstört. Das ist für uns ein ganz wesentliches Thema. Und deshalb hinterfragen wir diese einseitige Exportfixierung der deutschen Bundesregierung und der EU. Und die EU wird in den nächsten Tagen mit einer neuen handelspolitischen Strategie an die Öffentlichkeit gehen. Vor 4, 5 Jahren war das die Global Europe Strategie, jetzt kommt die Nachfolgestrategie. Was erwarten die Beschäftigten eurer Branchen davon? Welche Sorgen gibt es bei der IGBAU im Hinblick auf diese neue Handelsstrategie? Also wir erwarten wenig Gutes von dieser neuen Handelsstrategie. Die EU setzt eindeutig darauf, dass Arbeit für unsere Konzerne weltweit immer billiger wird durch immer mehr prekäre Migration unter Entsendebedingungen. Das heißt nicht, dass der Einzelne ein vernünftiges Arbeitsverhältnis in einem anderen Land eingeht, sondern zu schlechten Bedingungen weltweit entsandt wird, rund um den Globus. Und da erwarten wir für die Arbeitsbedingungen in nahezu allen Ländern keine guten Ergebnisse. Ein zweites Thema ist die einseitige Fixierung, weiterhin große Exportüberschüsse im Bereich der Landwirtschaft zu produzieren und zu exportieren. Und diese Entwicklung führt auch in Deutschland, aber auch in den Entwicklungsländern teilweise auch zu negativen Folgen für Beschäftigte, kleinere Bauern und so weiter. Die deutsche Industrie wird ganz stark in der neuen Handelsstrategie auch auf erleichterten Zugang zu Rohstoffen in aller Welt drängen. Ist das ein Anliegen, das die Gewerkschaften auch so teilen, oder gibt es Sorgen und Probleme in diesem Zugriff auf Rohstoffe? Also die Rohstoffe gehören natürlich erstmal den Ländern, in denen die Rohstoffe liegen. Und insofern sind wir der Meinung, dass die Länder darüber auch ein Mitsagen haben. Was uns im Bereich der Rohstoffe die größten Sorgen bereitet, ist die Spekulation mit Rohstoffen, die auch zu völligen Fehlplanungen bei Abbau und Ähnlichem führt und letztlich auch Rohstoffmärkte für die rohstoffproduzierenden Länder wie für die Abnehmer in der realen Industrie schädigen kann. Was kann man denn da machen? Also das Einfachste wäre, sämtliche Derivate im Bereich der Rohstoffe sofort zu verbieten und nur noch Kontrakte zu erlauben, die mit tatsächlichen Produktionsvorgängen zusammenhängen. Letztes Thema, öffentliche Beschaffung. Die EU, auch die Industrie, wird kräftig auf weitere Öffnung öffentlicher Beschaffungsmärkte drängen. Ist das ein Problem oder ist das wunderbar? Also wir sehen ja, dass es auch bei uns schon Probleme macht, wenn Beschaffungsmärkte ohne soziale und ohne Umweltklauseln einseitig geöffnet werden. Das produziert dann negativere Arbeitsbedingungen, negativere Umweltbedingungen. Wir wollen, dass das nur unter Sozialverträglichkeit und Umweltverträglichkeit passiert. Und diese beiden Fragen stehen aber gerade nicht im Vordergrund, sondern es steht eindeutig nur der Zugang, und der wird dann über den billigsten Preis gemacht. Und das ist in der Regel auf Kosten der Umwelt und des Sozialen. Dankeschön, Frank Schmidt-Hullmann.